Fortuna ist uns noch nicht so richtig hold auf unserer Suche nach Fortuno. Außer er ist das hier. Nee. Aber wer ist denn Gorim? Wer bist du denn, Dude? Was denn? Redest du nicht mit mir? Steht erst so auf, um dann nicht mit mir zu reden. Probier es noch einmal. Okay, Gorim will nicht mit mir reden. Wer ist denn Gorim? Und warum will er nicht mit mir reden? Wenn ich nur hingehe jetzt. Was? Vielleicht wenn er gerade dann da steht. Nochmal probieren. Irgendwas kommt mir komisch vor. Gorim, alte Hütte. Red mit mir jetzt, stell dich dahin. Komm. Ja, geschafft. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Das ist ja doppelt gut. Das ist eine Quest, die ich erledigen kann. Und der hat mir verraten, wo Fortuno ist. Unter dem Alchemielabor, Labor. Nicht mehr reden. Unterm Alchemielabor von Korkalom. Da wohnt der Fortuno und da ist auch hier der Ersatzmann für. Das geht ja super. Für den. Wie ist er jetzt schon? Gorim. Ich habe vergessen, wie der Typ hieß. Der Typ ist mir auch egal. Aber hier ist die Schmiede. Da hinten. Alchemielabor ist doch hier. Hier ist der Kampfplatz und die anderen Kollegen. Was ist das Alchemielabor? Ich bin da angefallen. Nein! Bestimmt frisst mich jetzt gleich ein Krokodil. Weg hier. Oder ein Piranha. Würde ja passen. Die beißen, habe ich gehört. Wäre das ganz anders. So, also hier oben ist das Alchemielabor, da muss das hier runter. Boah, Drack, mit dem soll ich auch reden. Ach, klar, das weiß gar nicht mehr warum. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge. Das Gespräch hatten wir schon mal. So, hier muss jetzt Fortuno wohnen. Und Harlock. Erstmal Harlock hier anschnauzen. Gorim schickt mich. Was? Ich soll dich daran erinnern, dass du ihn ablösen sollst. Das ist aber nett von dir. Erinnere mich nochmal, wenn ich ausgeschlafen habe, ja? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Wollte ich? Achso. Soll ich mir jetzt eine reinhauen, oder was? Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Okay. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon.
Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Ach, hätte ich ihn vorher getroffen, wenn ich schon die zweite Portion bekommen könnte. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Schwarzer Weiser, grüner Novize. Traum, was? Ruf? Ich verkauf den hier erstmal schön. Gucken wir mal ganz kurz nochmal. So, erstmal das ganze Erz hier. 20, 15. So. Zwei Erz. Und schön Schwerter. Das Schwerter muss ich irgendwie auch loswerden. Das hier noch so wenige. Was ist da denn los? Heute nur so wenige. Ich muss noch ein bisschen wieder Zeug verarbeiten anscheinend. Zahlt er mir mehr Geld für andere Sachen? Anscheinend muss ich noch ein bisschen warten. So. Also, wenn ich mich mit ihm hauen möchte. Nicht, dass er, wenn ich verliere, mir meine Sachen abnimmt oder so. Ich speichere es einfach mal. Wir probieren es mal aus. Noch gar kein Gefühl dafür. Kloppe ich mich dann mit dem oder was läuft dann genau? Muss ich meine reinhauen? Ich wollte dich nochmal daran erinnern, deinen Kumpel abzulösen. Hör zu. Ich habe gesagt, mach, dass du wegkommst. Der ist auch nicht durchtrainiert. Ein Kampf! Au, der kommt gleich mit der Axt. Bist du irre? Warum kommst du mit der Axt? Die Waffe weg! Die Waffe weg! Die Waffe weg! Noch einmal und du kannst was erleben! Ich wusste auch nicht, dass er gleich mit der Waffe kommt. Das ist ein bisschen unfair. Ich schieße mit meinen Fäusten. Ich meine, wir können uns auch. Ich habe auch eine Waffe dabei, so ist nicht, Dude. Nö. Hab ich hier gespeichert? Naja. Ein Kampf! Gut! Nicht seine Axt eigentlich abnehmen jetzt? Anscheinend nicht, ich habe auf die Nase bekommen. Handaxt, ja, ist jetzt meine. Danke. Und du wohnst hier, ja? Hast aber nicht. Das wird dir noch leid tun. Mach endlich Platz, Mann. Mach endlich Platz, Mann. Suchst du wieder Streit? Hab ich nicht gerade verhauen? Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Mach endlich Platz, Mann! Ja, dann geh. So, jetzt räume ich die Hütte leer. Du hast halt nichts. Du Flasche. Kann nicht sein, dass er gar nichts hat. Witzen, die haben wir da einfach nichts. Naja. Der lässt sich aber auch gut Zeit. Jetzt kann ich mal nach vorne gehen und das mit dem anderen Typen besprechen. Wie ist ein Drogenkurier jetzt hier eigentlich geworden? Und das ist ja alles. Das ist ja keine Drogen, das sind bewusstseinserweiternde Sumpfkräuter, die für die religiöse Erfahrung wichtig sind. Was ganz anderes. Naja, ich will nicht durchs Wasser, das ist immer so langsam. So. So, wie läuft das jetzt hier? Ich habe Sumpfkraut bei mir, du kannst es haben. Gut,
Du hast sicher schon bemerkt, dass so gut wie keiner der Gurus mit dir reden will. Du kannst das ändern, indem du sie beeindruckst. Ich kann dir verraten, wie du das anstellst. Und zwar? Wie kann ich die Gurus beeindrucken? Baal Kadar unterrichtet die Novizen in der Magie des Schläfers. Wenn du seine Aufmerksamkeit willst, wende Magie an. Aber blas ihm keine Windfaust um die Ohren. Versetze einen seiner Zuhörer in Schlaf oder sowas. Baal Namib vorne am Haupttor ist einer der harten Brocken. Ich denke, bei ihm kann dir Lester helfen. Sprich ihn drauf an, wenn sein Meister gerade nicht dabei ist. Die anderen Gurus sind eigentlich ganz in Ordnung. Versuch dich einfach nützlich zu machen. Danke für die Tipps. Hey, eine Hand wäscht die andere. Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay, das ist eine Kettenaufgabe. Dabei bei den Stampfern sein. Ich will jetzt hier die Rüstung kaufen. Ich möchte die Rüstung. Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir erst verdienen. Aber du kannst einen Novizenrock haben. Okay. Immerhin, besser als nichts. Umsonst gibt es den allerdings nicht. Ja, her damit. Schutz vor Waffen 15. Das glaube ich ganz gut. Na schön, gib mir den Rock. Dieser Rock kann dir das Leben retten. Hoffentlich sehe ich nicht scheiße da drin aus. So, wie ziehe ich den jetzt an? Wie geht das? B. Oh ne. Inventar. Rüstungen. Ah. Ah, so ein Kartoffelsack. So, was habe ich jetzt wo an? Wo sieht man das überhaupt? Also das ist schon alles sehr... Also auch, dass man nicht mehr irgendwie sieht, was für Slots man theoretisch hat. Habe ich jetzt eine Art Hose an oder Rock? Könnte ich mir jetzt noch ein Hemd anziehen oder wie ist das? Schutz vor Waffen, 20. Was heißt das auch alles genau? Heißt das, ich halte 20 Schaden ab? Überall oder nur an der... Obwohl das Amulett und die Hose haben sie einfach addiert. I don't know. Das wird einfach stumpf nicht erklärt im Spiel. Das ist schon so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, das geht besser. So, jetzt komme ich hier nochmal an. Beim Golem. Und das ist der Harlock schon. Nicht besonders schlau. Dann wollen wir ihn nochmal ansprechen, um ihn zu ärgern. Nein, der redet gar nicht mit dir. Hier. Ich habe mit Gorin gesprochen. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war nicht besonders schlau. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Okay. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut. Für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Wo genau kann ich die Sammler finden? Ich habe dir noch nicht gestattet, mich anzusprechen. Bete zum Schläfer um Vergebung für dieses Sakrileg und nun geh! Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Was ist denn ein Spack? Ja, sehr witzig. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo die sind? Das ist alles ein Haufen Arschlöcher hier. In diese Sumpflage gehe ich nie. Ich will hier ein paar Quests erledigen. Und dann war es das. Das ist ja furchtbar hier. Was für ein Dreck.
Ich weiß, der Juro war es oder irgendein anders. Irgendwann wird schon ein bisschen was wissen hier. Das ist eine Scheiße hier. Ich habe ja schon geholfen mit seinem Stoff hier. Komm. Wie kann ich... Balkada, unterricht, wenn ja, du... Das weiß ich schon. Danke für die Tipp. Hey, eine Hand... Ich dachte, er kann ein bisschen mehr sagen. Hast du vielleicht was, Melvin? Ne, natürlich nicht. Wer weiß überhaupt irgendwas? Vielleicht der Lester da vorne. Solange ich damit nichts zu tun... Zeig mir den Weg. Lehrer, Alchemielabor, Tempel, Schmiede, Haupttor. Vielleicht wissen die am Tor was. Der Schläfer möge dich. Ja. Das wäre auch irgendwie naheliegend, dass die wissen, wo ich da hin muss. Wie ist das Leben hier? Ich habe eine wichtige Aufgabe bekommen. Mein vorheriges Leben gehört der Vergangenheit an. Ab jetzt bin ich ein Gornar. Ich lieber Gourmet als Gornar. Wie sieht's im Lager aus? Alles ruhig. Sag Quatsch, dass mir jetzt keiner sagt, wo ich jetzt... Muss ich ihn nochmal ansprechen? Das ist doch Käse. Das muss mir auch selber auffallen, dass wenn der möchte, dass ich eine Mission für ihn erledige, dass es schon vielleicht ansatzweise sinnvoll wäre, mir zu sagen, wo ich hin soll. Aufnahme Sumpflager, Rezept, die Sumpfkrauternte. Manipulierungskünste bei Harlock scheinen den Guru Baal Urun beeindruckt zu haben. Ich habe nun die Ehre, das gesamte Kraut des Novizen im Sumpf zur Kalkade umzubringen. Ja! Fuck you! Das ist doch scheiße! Was ist das für ein Arschloch? Das ist echt, das ist ein... Die Hälfte ist bekifft, die andere Hälfte ist bescheuert. Vielleicht, wenn ich den Gurim finde. Der weiß es doch bestimmt und der will mir doch helfen. Der versucht wahrscheinlich irgendwo zu schlafen. Da zum Beispiel. Ah, den kann ich ruhig mal wecken. Ist der Gurim hier? Du bist doch hier. Gurim, hilf mir mal. Ich hab dir geholfen. Komm. Du sollst nicht rauchen. Der soll auch pennen. Zwei Tage nicht gepennt, aber erstmal einen schönen Plan durchziehen. Na, endlich abgelöst worden? Ja. Jetzt kann ich endlich mal wieder richtig ausschlafen. Danke, Mann. Na, Ja. Hilf mir doch mal. Keiner von den Arschgeigen hilft mir. Die richtige Entscheidung. Weißt du vielleicht, was ist? Einer von den Jungs hier kommt. Hallo. Ich muss den Kor Galom fragen. Oder seinen Leibwächter. Will ich sagen, wo finde ich? Wie sieht's aus? Wie meinst du? War nicht besonders schlau. Ich höre nicht mehr auf das Geräusch. Kann schon sein. Der Schläfer sei mit dir. Blöde Sau. Alles klar, Alter? Fick dich weg. Was für eine Scheiße. So, mein nächster Anlaufpunkt, da das Kraut ja bei Kor Kalom enden soll, frage ich den Kor Kalom und oder den Leibwächter. Templer. Was für ein Schwachsinn. So. Wenn wir das Lager kennen, gehe ich langsam auch hier gut aus.
Frag erstmal den Leibwächter, vielleicht reicht das ja schon. Muss ich nicht den Korkalom belästigen? Der hat dazu gar nichts zu sagen. Was willst du? Ja, das ist auch geil, wenn man sagen kann, ich bringe das, dann hat man es überhaupt nicht dabei, aber es hat das, was dazu passt. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Und das soll alles sein? Ich erwarte die komplette Ernte. Das sind mindestens 100 Stängel. Man muss eben aufpassen, was man auch erzählt. Ist ja gut. Dann sag mir doch, wo ich hingehen soll. Das ist doch scheiße. Ist hier eine Leiter? Vielleicht sehe ich von hier oben was. Wo ernten die denn wo Sumpfkraut? Müsst ihr es einfach finden? Es wäre ja auch zu einfach, wenn man mir sagen würde, wenigstens so grob die Himmelsrichtung. Ich erwarte ja in dem Spiel jetzt keinen Questmarker, ja? Aber dass man sagt so, im Süden? Irgendwas? Wo soll ich denn wissen, wo die blöde Sumpfkrauterde stattfindet? Und hier ist das Meer anscheinend. Ich kann da jetzt nicht einfach durch die Landschaft irren. Was ist, wenn das gar nicht um die Ecke ist? Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsein. Man kann die Leute auch nicht so fragen. Wo finde ich? Ist ja nicht so hilfreich. Vielleicht der. Der ist doch hier ganz gut gelaunt eigentlich. Nee, der redet einfach gar nicht mit mir. Ich habe ihn seinen blöden Novizen gebracht. Mehr will er nicht wissen. Dann. Was ist denn jetzt los? What the hell? Hä, aber die Barriere, die sieht man doch. Ich bin jetzt nicht an die Barriere ge... Ach, fuck! Das ist der Circle, das ist hier PUBG. Das sieht auch genauso aus. Nicht gesehen, dass der Circle schon näher kommt. What the hell? Es sind noch viel zu viele am Leben, so gewinne ich das nicht. Das ist Gothic. Das hier ist Gothic Battle Royale. Wahrscheinlich wird Sumpfkraut im Sumpf. Vielleicht weiß der was. Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Was? Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Sumpfhai? Ich muss weg. Es ist zwar schon dunkel. Das Sumpfkraut wird ja wahrscheinlich irgendwo im Sumpf abgebaut, würde man denken. Vielleicht da lang. Weißt du was darüber? Das sind die Standardgeschichten. Na guck, die sammeln hier auch bestimmt gerade Sumpfkraut oder so. Und was müssen die hier machen? Na guck, die sammeln Sumpfkraut. Ja! Kann ich auch selber sammeln hier. Wer ist hier der Boss? Iberion, der Schläfer sei gepriesen durch seine Vision. Ja, Iberion. Es ging ja eigentlich tatsächlich um den Boss vor Ort hier, der euer Sumpfkraut-Quark beaufsichtigt. Balur. Lor. Val-Orun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Schnauze. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha, ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Huh? Ach, sag mal.
Wenn du einen Abnehmer weißt, wir könnten halbe-halbe machen. Nun, ich wüsste da jemanden im neuen Lager, den würde so eine Menge Kraut schon interessieren. Aber wenn dich die Gurus dabei erwischen, machen sie Sumpfhaifutter aus dir. Ich weiß von nichts. Klar? Klar wie Kloßbrühe. Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle Berge. So läuft das nicht. Ich will 50 Erz Vorschuss sehen. Dann sehen wir weiter. Ich will das überhaupt nicht machen. Fuck off. Vergiss es. Denk bloß nicht, du könntest einfach ins neue Lager spazieren und es irgendwem andrehen. Wenn du den richtigen Namen nicht kennst, wirst du es nie los. Es sei denn, du lässt dir von einem Banditen über die Rübe hauen. Ich will überhaupt nicht. Was bist du eigentlich für eine? Schön weitersammeln. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? Sieht ganz so aus, würde ich fast sagen. Ein bisschen Sumpfkraut überall. Habe ich auch ein bisschen selber was gesammelt. Ganz unten im Inventar. Heil, Nacht. Orgraben, Seraphis. Ist irgendwo anders noch. 52. Ja, guck, 50 von ihm bekommen, zwei selber gesammelt. Heilkreuz nehme ich auch mit. Andere Seite des Sumpfes. Die Frage jetzt eher, in welche Richtung meint ihr tatsächlich? Nicht, dass ich wieder gegrillt werde, ohne das so richtig zu sehen. Ah! Das ist eine Sumpfhaie? Interessanter Name für diese Loch Ness Monster. Alter, was ist denn hier los? Ein bisschen gefährlich aus hier alles. Die Frage ist, ob ich hier hin muss. Da bin ich eh schon fast tot. Nicht, dass ich glaube ich gegen die viel ausrichten könnte. Ah! Schnell weiterrennen. Okay. Kein Akro gezogen. Da scheinen die nicht zu sein. Ich weiß eh nicht, ob ich hier überhaupt danken muss. Das will ich jetzt alles feststellen. Ah! Nein, ich bin noch fast tot. Vielleicht könnte ich inzwischen auch ganz gut gegen die kämpfen. Ich muss noch was essen. Versuchen, gegen die zu kämpfen. So. Und die anderen sind eine einzige Scheiße. Egal, habt ihr irgendwie besiegt? Da hinten sind Leute. Das ist, glaube ich, gar nicht so falsch. Na, eine andere Sumpffliege anvisieren. Blutfliege, Sumpffliege, whatever. Oh, ich habe jetzt nichts gegessen. Komm. Dann komm halt auch mal. Ich gehe nicht ins Wasser. Aber wir müssen noch ein bisschen kämpfen üben. Ah, mit dem rechts, links geht es viel schneller. Ich habe irgendwie von oben. Rechts, links geht viel besser, wenn man es im richtigen Takt macht.
Okay. So, jetzt mal wieder was essen, trotzdem. Fackel. Brauche ich denn noch so wenig Fackeln eigentlich? Ist doch scheiße. So. Bal-Orun schickt mich. Ich soll die gesamte Ernte zu Kalom bringen. So einfach stellst du dir das vor, was? Da kann ja jeder kommen. Bal-Orun schickt mich und schwupps, weg ist das ganze Kraut. Geh doch zu ihm und frag ihn, wenn du mir nicht glaubst. Ich hab eine bessere Idee. Du beweist mir deine Loyalität, indem du eine kleine Aufgabe für mich erledigst. Was? Und was soll ich machen? Ist nur eine Kleinigkeit. Die Arbeit im Sumpf ist nicht ganz ungefährlich und die verdammten Blutfliegen tun ihr Übriges dazu. Ohne sie wäre das Arbeiten viel leichter. Wir verstehen uns. Na gut, jetzt probiere ich in der nächsten Folge aus. Vielleicht habe ich die auch gerade schon auf dem Weg erledigt. Wer weiß. Ich speichere mal eben kurz, will ich auch mal gucken, ob ich Sachen aufsammeln kann, ohne dass ich die Fackel fallen lasse. Kann ich. Heilkräuter. So, vielleicht hätte es auch gereicht, die Blutfliegen auf dem Weg. Who knows? Das werde ich rausfinden in der nächsten Folge von Gothic. Der Typ ist auch schon ganz unruhig. Ihr bestimmt auch. Bis dann.